wollen uns mit den kleinen Sachen zufrieden geben. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind gestern gut in Lübeck angekommen. Hello. Und haben überraschenderweise ein richtig großes Hotelzimmer bekommen. Also wir hätten eigentlich Standard Motel One Hotelzimmer gehabt jetzt für 2 Tage, während wir hier im Mandalan-Lager sind und so. Aber der Typ an der Rezeption war so mega süß. Der war richtig lieb und so voll plaudrig und wir haben halt total spät erst eingecheckt. Ich glaube, es war schon kurz nach 11 oder so. Und wir kamen so rein, er so, ich weiß schon, wer ihr seid. Aber halt, weil wir die letzten Leute waren, die an dem Tag eingecheckt haben. Und in dem Hotel ist halt nicht so viel los. Wobei er meinte, es sei verhältnismäßig voll. Aber ja, und dann haben wir uns nett unterhalten. Da meinte er so, ah, wisst ihr was, ich gebe euch jetzt ein geiles Zimmer. Sagen wir auch nicht nein. Und jetzt haben wir so ein richtig schön großes Zimmer. Ja, Hammer. Und das ist auch gut, weil ich habe jetzt noch einen Call hier. Deshalb, ja, wie spät ist es? 9:30? Ungefähr, ich genau. Ich call jetzt mit Walle und danach geht es direkt über in einen anderen Call. Ja, ich mache mich sagen fertig und dann geht's los. Na, fleißig. Gofrieren nennt man das. Gofrieren? Gofrieren. Prägen in Stoff. Nee, also allgemein prägen. Und jetzt weiß ich nicht, wir haben uns gerade überlegt, das finden wir eigentlich ziemlich cool, anstelle von Prints, dass mal sowas geprägt wäre. Wir sind nämlich gerade viel am Überlegen mit Sweatern und Hoodies und so weiter. Und wie man die zwar basic machen kann, aber nicht basic langweilig. Sondern basic cool. Sondern basic cool. Und das wäre natürlich, ja, weiß ich nicht, fände ich schon interessant. Und habe ich nicht auch schon 300.000 Mal gesehen. Aber da ist wieder die Frage, wie cool wird das? Wie macht man das überhaupt? Und da versuche ich gerade irgendwie ein bisschen was rauszufinden. Und das ist gar nicht so einfach. Hier ist zum Beispiel so ein Stoff. Das ist ja echt so ein bisschen All-Over-Prägung. Ja, sozusagen. Genau, aber ich meine, nur mal so, dass man sich das vorstellen kann, hier wäre das ja wie so reingeprägt. So, und dann muss man aber natürlich irgendwie, weiß ich auch nicht, wie das gemacht wird, dass das nicht einmal gewaschen wird und dann ist das alles wieder weg. Das soll ja bleiben. Wir versuchen nämlich jetzt direkt mal das Prägen mit dieser Maschine hier. Ich muss aber erstmal das ganze Zeug hier raus, damit die Maschine bewegt werden kann. Jetzt gibt es erstmal aber Kuchen hier. Sieht fantastisch aus. Alles vegan ist von Uta. Die verweichlichten Südländer ziehen jetzt ihre Winterjacke an. Denn in Lübeck, was richtig krass und cool ist, ist die Außengastro noch offen. Und wir gehen jetzt zu einem Italiener, setzen uns da draußen und ziehen aber unsere Winterjacken an. Ich habe mir noch so aus dem Lager so einen Pulli mitgenommen. Um noch was drüber zu ziehen. Und jetzt kommt das hier noch drüber. Ich habe noch einen Longsleeve und einen Cardigan schon drunter. Und ich habe gesehen, Nicole hat einfach ein T-Shirt an und einfach so ein Cardigan drüber und so einen offenen Mantel und meinte dann gerade so, ah, vielleicht nehme ich noch einen Schal mit. Und ich so, ich ziehe jetzt meine Winterjacke an. Richtig verweichlicht. Aber wir sind schon, ja, eben wollte ich gerade sagen, wir sind schon auch. Aber mir ist jetzt auch kalt durchs viel auf dem Bürostuhl sitzen und überlegen halt den ganzen Tag, weißt du, und Stoffkarten und sowas anschauen. Das ist jetzt keine körperlich große Aktivität. Da kann es aber durchaus mal ein bisschen frisch werden. Zurück im Hotel, eingekuschelt, direkt mit Pullis ins Bett geschlüpft. Es war cool. Also es war cool, mal wieder. Es war nämlich kalt. Ja, vor allem war es kalt, aber es war auch irgendwie mal wieder ein krasses Gefühl, einfach was außerhalb zu essen irgendwie. Hat sich aber auch ein bisschen verboten angefühlt. Ja. Was ich meine. Also, weil wir haben ja zum Beispiel dieses Tagesticket in Tübingen nie genutzt. Und deswegen waren wir wie viele andere Menschen auch einfach seit 100 Jahren nicht mehr essen. Und das war so ganz surreal irgendwie. Und da haben wir auch gedacht, auch irgendwie krass, dass es sich sowas Normales wie Essen gehen nach einem Jahr schon so befremdlich anfühlt irgendwie. Ja, schon nicht krass. Mal ein Jahr, weil im Sommer ging das ja wieder. Stimmt, im Sommer konnte man ja auch drin essen und so, stimmt. Wann waren wir denn? Ich meine doch, dass wir im Oktober oder was, vielleicht sogar im November, also kurz bevor die Gastro wieder schließen musste, waren wir doch noch in Tübingen Sushi essen, bei diesem Asiaten da. War es sogar mein Geburtstag? Nee, davor. Was haben wir denn an deinem Geburtstag gemacht? Weiß ich schon gar nicht mehr. Fühlt sich an, als wäre es 100 Jahre her. Auf jeden Fall waren wir richtig hart durchgefroren. Da gab es auch Decken und so weiter, aber
keine Ahnung, ich weiß nicht was, aber ich glaube, es war der Wind, weil der Wind war so kalt. Eiskalt. Und ich hatte meine weite Mom-Jeans an und da ist so richtig ins Bein von unten reingezischt. Das ist natürlich der Nachteil an diesen weiten Schlabberhosen. Und jetzt lassen wir uns hier noch ein bisschen TV-mäßig berieseln. Müssen wir ja mal nutzen. Haben wir ja zu Hause nicht. Ja, stimmt. Jetzt müssen wir das TV-Programm ein bisschen nutzen. Ich weiß nicht mal, was das ist, was das überhaupt ist. Weiß nicht, was das ist. Aber das, ist nichts, was wir gucken, das ist unser Blick hier aus dem Zimmer drüben, wo heute Morgen irgendwelche Zähne gezogen. Da ist nämlich direkt eine Zahnarztpraxis und man konnte auf den Tisch schauen. Hier, 5 Senses for Love, heirate dein Blind Date. Das sieht mir doch nach gutem Trash aus, was wir jetzt mal direkt gucken könnten. Ja, Quality TV schauen wir jetzt. Quality Content. Los geht's. Tag 2. Wir machen uns auf den Weg. Wir haben schon gefrühstückt und gehen jetzt wieder los ins Lager. Wir werden jetzt gleich abgeholt. Weil wir sind dieses Mal mit Alma hierher gefahren und das Motel One in Lübeck ist direkt so in der Innenstadt. Und dann kann man hier nicht gut parken irgendwie am Hotel mit dem Camper. Ja, deshalb werden wir netterweise abgeholt. Wir haben nämlich dann einfach beim Lager geparkt und Nicole holt uns jetzt auf dem Weg dahin hier ab. So, ich habe auch wieder meine Winterjacke am Start. Kleid sieht aus wie ein Rock, ist aber ein Kleid, auch übrigens von uns. Ja, ne? Ich finde es eigentlich ganz süß. So mit einem. Das ist richtig cool, so ein Pulli drüber. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von Strumpfhosen. Aber sieht cool aus. Aber ich habe jetzt keine andere Wahl bei den Temperatures. So, kaum angekommen, schon erwartet uns die erste Material-Herausforderung. Und zwar finden wir diesen Style ganz cool. Das ist ein Mantel. Und da haben wir aber immer das Problem, dass wir ja keinen aus 100% Polyester machen wollen. Und im letzten Winter haben wir dann Bio-Baumwolle verwendet, die sich so ähnlich anfühlt und auch so ähnlich aussieht. Die dann aber allerdings natürlich viel, viel teurer ist. Und jetzt ist es wirklich schwierig, ein Material zu finden, was nicht Polyester ist, was nicht mega teuer ist und was halt auch keine echte Wolle enthält. Ja, nur damit ihr mal so wisst, mit was wir uns gerade auseinandersetzen. Jetzt wollte ich gerade vloggen und dann fällt hier dieser Luftreiniger hoch. Aber es ist echt ist angenehm auf jeden Fall. Der hat da drüben so einen Sensor und wenn die Luft ein bisschen schlechter ist, dann fährt das hoch. Auf jeden Fall waren wir jetzt so ein bisschen dran hier am Brainstormen für neue Namen. Wir haben nämlich überlegt, ob wir Manda den Shop beziehungsweise die Marke sozusagen umbenennen, also nicht unseren Vlog-Kanal, sondern dass der Vlog-Kanal sich klar vom jetzigen Manda-Laden, von den Klamotten, von dem Brand abgrenzt. Und das Blöde ist halt an Manda, dass der Name halt eigentlich schon vergeben ist. Also diese Marke ist eingetragen, die verkaufen Sonnencreme. Das sind wir halt nicht und das ist halt irgendwie... Und denen gehört auch der Instagram-Account. Und denen gehört auch der Instagram-Account. Und das ist halt irgendwie auch ein bisschen doof. Deshalb sind wir da am Brainstorm, also falls ihr da Ideen habt. Gerne her damit. Ja, vielleicht heißt unser Label zukünftig Ratte Marie. Wir haben hier gerade so eine Seite, Name Robot nennt die sich, und da kann man so unterschiedliche Sachen ausprobieren, dann generiert einem das Namen. Das sind wirklich fantastische Vorschläge dabei. Was ist ein Ipala eigentlich? Ipala. Aber Ratemar ist auch brutal. Zaunkönig, Marie. Schwertmar. Eistaucher Alex. Kater Alex. Schön. Seelöwe, Krokodil. Mammut. Ja, okay, aber das ist ja echt komplett Blödsinn. Ist ja nur ein Hauptsache einfach Tiere mit Namen kombiniert. Da so sommerliche Temperaturen herrschen, können wir jetzt wieder draußen essen. wir waren da schon mal. Erbse heißt es, oder? Ja. Erbse, ja. Das hatten wir sogar, glaube ich, im Blog gezeigt, oder? Ich glaube auch. Das wurde uns nämlich damals empfohlen. Gibt's vegane Burger, so Chili Cheese Nuggets hatten wir damals, glaube ich, auch. Und Pommes und so. War gut, da freue ich mich drauf. Ich würde sagen, das sieht wieder richtig gut aus. Wir haben den Hausburger hier. Das ist eine Zwiebel da drauf? Eine ganze? Ein Riesenring auf jeden Fall. Ein Riesenzwiebelring auf jeden Fall. Ja. Essen wir das so? Müssen wir noch Besteck holen? Keine Ahnung. Das kann man schon so essen, finde ich. Die Mandas brechen auf. Gepäck ist gepackt. Und jetzt geht's zurück in Almi. Kann ich dir behilflich sein? Ich wusste es, über diese fette Jacke kriege ich das sonst nicht drüber. Ist unglaublich. Ich sitze auf dem Klo, ich dachte so, ich chill kurz. Und dann kommt er raus, zieht seine Maske an und ist einfach fertig.
Und ich denke so, was ist denn jetzt das passiert eigentlich? Sag mal, wieso geht denn das jetzt gerade nicht? Und zwar werden wir jetzt hier von Lübeck hier hoch nach Heiligenhafen fahren. Der Wind kommt nämlich so schräg. Das heißt, da könnte es perfekt sein zum Wingsurfen. Angeschnallt? Angeschnallt. Gut. Bordbuch durchgelesen? Bordbuch durchgelesen. Sehr gut. Los geht's. Wir sind angekommen am Meer und es hat natürlich Wind. Ein paar Kite haben wir schon gesichtet und wir sind da bei Heiligenhafen und das ist genau da. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gevloggt habe, aber wir waren da mal mit Bredder und Dodo war da auch dabei und da war so ein Event und wir hatten halt so eine Bredderstation hier. Das war genau hier. Bretterbude hieß es, glaube ich. War damals ganz neu. Ist echt schön hier. Jetzt gucken wir direkt mal ans Meer und gucken uns das mal an. Ich bin aufgeregt. Ich habe gerade schon zu Alex gesagt, es ist einfach so traurig, dass es Corona gibt. Sonst würden wir hier jetzt bestimmt getrost noch ein paar Tage bleiben. Naja, so kann man wenigstens noch einen sonnigen, windigen Tag mitnehmen. Ist auch nicht so schlecht. Wir wollen uns mit den kleinen Sachen zufrieden geben und das jetzt einfach genießen. Im Moment leben. Das lernt man alles wieder viel mehr zu schätzen. Auch schön, oder? Also, so sieht's hier aus. Hammer sieht's aus. Richtig geil. Ich freue mich. Ah, da ist ein Wingsurfer. Da hinten, Orange, oh? Da. Ah ja. Alle am Kiten. Kann man gar nicht wirklich sehen. Ich habe mein Kite nämlich gar nicht mitgenommen, sondern nur die Wing-Sachen. Ja, freue mich. Das erste Mal im Meer für mich, weil ich mache das erst seit November oder so. Von dem her, das wird geil, glaube ich. Ich war gerade mit Alex noch vorne am Strand und habe ein bisschen zugeschaut. Er hat jetzt sein Brett mit ins Wasser genommen und seinen Wing gestartet und so weiter. Und jetzt stand ich da noch eine ganze Weile und habe zugeguckt und weiß ich nicht, ich war so richtig, richtig dankbar für einfach alles, dafür, dass die Sonne geschienen hat und dafür, dass wir hier jetzt sind, auch wenn es nicht lang ist, aber trotzdem, dass wir einfach die Möglichkeit hatten, ich weiß nicht, mich hat so eine Welle der unendlichen Dankbarkeit überkommen, ich war kurzzeitig richtig überfordert. Auf jeden Fall war es ein bisschen frisch, wenn man nur so steht. Aber in der Winterjacke war das echt richtig gut. Habe ich jetzt einen oder zwei? Ein Beutel reicht, glaube ich. Jetzt mache ich mir hier auf jeden Fall mal eine Thermoskanne Tee und irgendwie einen kleinen Snack, irgendein Müsli oder sowas, glaube ich. Wir haben vorhin noch so Müsli kurz gekauft und ein bisschen Wasser. Das hier. Ich glaube, wir haben aber auch noch Haferflocken. Das ist halt Zeug, was sowieso im Camper ist, was ganz praktisch ist, wenn man dann einfach so sein fahrendes Haus dabei hat, kann man sich immer einen Snack machen, eine Kanne Tee machen. Und da hier auf dem Parkplatz ist eigentlich recht windgeschützt und dann setze ich mich da jetzt einfach in die Sonne, trinke meinen Tee, lese was vielleicht. Ich habe nämlich Kopfhörer vergessen, also kann ich mich auch gar nicht so anders berieseln lassen. Oder ich stricke. Ich stricke einfach weiter. Ich habe auch meine Stricksachen dabei. Ich habe erst überlegt, ob ich arbeite. Ich muss einiges an E-Mails aufholen. Ich glaube, ich habe 100 ungelesene E-Mails in meinem Postfach. Aber ich habe gar keinen Bock. Ich denke mir so, nein, ich möchte das jetzt einfach richtig genießen. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann mache ich lieber E-Mails am Wochenende, wenn wir wieder in Tübingen rumsitzen. Boah, Leute, das war der Hammer. Das hat so viel Spaß gemacht, meinem offenen Meer mit richtig guten, konstanten Wind und Welle. Das war auch sehr ungewohnt mit dem Teil, weil durch den Wellenschub kommt man dann nochmal höher sozusagen. Also wird man immer so rausgedrückt wieder. Hat richtig Spaß gemacht. Da trocknet jetzt alles. Ich habe mir gerade auch noch einen Müsli gemacht. Wir machen noch einen kleinen Spaziergang. Nutzen das wunderschöne Wetter. Das ist echt ein Traum, oder? Ja, das ist so Hammer. Schön. Saugen alles richtig auf. Ja, und hier ist echt so eine richtig hübsche Promenade eigentlich. Und da, jetzt kann man das erste Mal aufs Meer gucken. Sonst eigentlich so eine Düne, aber herrlich. Richtig traumhaft. Schaut mal, wie schön das einfach ist. Also das Gebäude nicht, aber der Strand und Meer, die Farbe ist richtig blau-karibisch, finde ich gerade. Herrlich sieht's aus. Das ist mega.
Da sind gerade noch mal ein paar zum Kiten gekommen, aber leider ist der Wind jetzt aktuell weg. Die Frau, die da ihren Sinn gerade aufbauen hilft, die hat einfach einen Shorty an. Und dann denke ich mir das so, hallo, ist es doch offensichtlicher, dass ich nicht im Norden wohne? Well. Der Spaziergang war sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie lange wir unterwegs waren, gell? 2 Stunden bestimmt. Das waren auf jeden Fall nochmal einige Kilometer unserem Strandpromenadenwalk. Jetzt sind wir zurück im Camper und ich mache uns noch schnell was zu essen, weil wir beide mega hungrig sind. Und zwar gibt es hier Avocado-Pesto. Das haben wir von zu Hause einfach das ganze Zeug dafür mitgebracht. Das sind Sachen, die noch weg mussten. Hier ein bisschen Pesto mit reingemischt. Das sind die Gewürze, das sind die einzigen Gewürze, die wir aktuell im Camper haben. So irgend so einen ollen schwarzen Pfeffer und so ein Salz, was wir auf Sardinien gekauft hatten. Dann warte ich gerade hier, dass das Wasser kocht. Dann gibt es dazu einfach Spaghetti. Super simples Campingessen. Ich habe da auch irgendwo noch Hefeflocken. Die kann man dann auch noch gut drüber streuen. Ja, und dann schauen wir mal, wie weit wir noch fahren. Weil von hier oben nach Hause sind es ja schon einige Stunden. Oder ob wir dann einfach noch irgendwo bleiben, wenn wir zu müde werden. Und ich würde sagen, Wir hoffen, euch hat dieser etwas längere Vlog gefallen. Gott, du hast dich einfach fallen lassen. Ja, so, schön, jetzt sitze ich gut bequem. Ja. Ja, wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Die einigen Eindrücke aus Lübeck und jetzt hier oben noch der Tag und so. Ja, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ich weiß gar nicht, wann der Vlog jetzt kommt, wann wir es schaffen, ihn zu schneiden. Ihr werdet es dann sehen. Wenn ihr es seht, dann seht ihr es und dann sehen wir uns das nächste Mal auch wieder. Richtig. Brandy ein bisschen heute gekriegt. Ein bisschen Farbe, aber wieder mal siehst du in der Kamera viel röter aus als in echt. Ja. Grab Mode. Grab Mode. Macht's gut. Bis dann. Tschüss, schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht.